Helena. Hä? Hey. Hallo zusammen. Ich bin Milena und ich bin von vielen gefragt worden, was all die Strafen und verschiedenfarbigen Karten im Handball bedeuten. Da habe ich gedacht, machen wir doch wieder mal ein Video. Ich benutze für das Korkbrett. Eine Verwarnung ist bei uns im Handball eine gelbe Karte. Eine gelbe Karte ist bei uns nicht so schlimm, wir haben sogar manchmal noch Freude daran und sind stolz drauf. Erst bei der zweiten gelben Karte wird es etwas mühsam. Die zweite gelbe Karte ist bei uns nicht rot wie im Fußball. Nein, wir bekommen zuerst eine Zeitstrafe. Voilà! Und zwar ist das eine 2-Minuten-Strafe. Das heisst, wir müssen 2 Minuten raussitzen und die Mannschaft ist halt in Unterzahl. Im Handball können wir insgesamt 3 2-Minuten-Strafen bekommen. Ich hätte jetzt hier eine erste 2-Minuten-Strafe bekommen, weil ich eine Gegenspielerin am Kopf getroffen habe. Dann haben wir hier noch eine zweite 2-Minuten-Strafe, weil ich etwas zu laut geflucht habe. Das ist mir natürlich rausgerutscht. Und eine dritte 2-Minuten-Strafe, weil ich einen Gegenspieler etwas hart von hinten runtergemacht habe. Natürlich auch nicht extra. 3 2-Minuten-Strafen bedeutet rote Karte. Rote Karte heisst, ich muss das Spielfeld verlassen und gut duschen oder auf die Tribüne auf. Dann gibt es noch den speziellen Fall der blauen Karte, den der Schiri zeigen kann. Mit der roten zusammen in Kombination. Das bedeutet, es gibt einen Bericht und es wird untersucht, ob es noch eine Spielsperre gibt oder nicht. Aber ja, mit Rot und Blau kenne ich mich persönlich jetzt überhaupt nicht aus. Ja, das wären die verschiedenen Strafen vom Handball.